RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mensch, 9.30 Uhr und nix von Lenny zu sehen. Der wird doch nicht schon wieder in der Marktschenke hocken und noch was trinken. Hey Moat, hier bin ich, Alter, na was geht? Hast du alles mit bei? Ich mein, Nagelfeile und halt, was man so in Amerika alles braucht. Naja, ich hab einen kleinen Koffer diesmal nur bei, weil es sind eh nur 3 Tage da drüben. Und da brauchen wir ja nicht so viel. Aber ich habe 3 Sixpacks mit Kindle, mit Berliner Kindle. Allerdings schon ein bisschen abgelaufen. Sag mal, aber wo warst denn du so lange? Alter, das ist das erste Mal, dass ich weiter wegfliege. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich bis jetzt mal nach Holland rüber, wegen Kippen und den Frikadellen. Aber ansonsten noch nicht weit gekommen, ne? Ja, das stimmt, mein Messer. Ich war ja auch noch nie weiter weg als Hannover. Und da war ich nur wegen Karos Bruder. Ach, du meinst den Knastbruder. Naja, der war auch nicht ganz koscher. Der hatte so Dreck am Stecken. Du, aber ich hatte letzte Woche am 17. ein krasses Erlebnis. Was? Hast du Werner beim Pinkeln zugeschaut? Oder bist du nach Werner aus WC? Wenn ja, keine Angst, das ist echt normal. Wenn man nach Werner aus WC geht, hat die Luft nämlich einen Alkoholgehalt von 0,9 Promille. Nee, das nicht. Ich hab doch 2 Katzen und so kränklich sahen die nicht aus. Aber ich komm heim, da liegen die total verhungert da rum. Die müssen irgendein Virus haben. Ich hab denen dann was zu futtern gegeben. Ey, du glaubst nicht. Die haben reingehauen, als hätten die 3 Monate nichts mehr gefressen. Naja, kennst das doch mit den Katzen. Sobald du was Essbares hast, was gut riecht, sind sie da. Und wenn du denen dann noch was abhebst, dann hauen die rein wie irre. Ja, stimmt. Aber ich hab mir halt ein wenig Sorgen gemacht und dachte, okay, das sind ja nur 3 Tage. Wo wir weg sind. Aber nicht, dass die mir verhungern. Da habe ich gedacht, ruf ich meinen Onkel Walter an, der kommt von der Küste. Von der Waterkant, wa? Und der soll also nun auf deine kleinen Monster aufpassen. Naja, alles schick, aber irgendwas habe ich voll vergessen. Mensch, Werner, du hier? Ach so, ich wollte dich ja beim BDZ rauslassen. Hättest du doch mal was im Auto gesagt. Werner, hab dich nicht so weibig. Die paar Minuten, wo du später kommst, du fährst nachher einfach mit meinem Onkel Walter mit, der kommt da vorbei. Hey Lenny, du Landei, hier bin ich und sag dir mal, mein Jungs, schon Flug, kannst du absolut nichts mit der Bahnfahrt vergleichen. Ich hab das ganze Flugzeug voll gereiert, das glaubst du mir ja nicht. Naja, dem Geruch nachzufolge, würde ich dir das blind loben. Hey Jungspund, nicht so frech. Wenn du mal so alt bist wie ich, dann, ne, dann will ich nicht wissen, wie du riechst. Ach Walter, nimm den nicht ernst, der hat eh nicht alle Feste. Außerdem wird der, denke ich mal, niemals so alt wie du. Red mal ein bisschen deutlicher, ne? Das versteht ja keiner. Nimm mal die Socken aus dem Mund. Ach Walter, den musst du gleich mal am BTZ abladen. Moat wollte dort abliefern, hat er aber vergessen. Was ist ein BTZ? Bekloppentonne für Zigeuner oder Biotonne für ziellose Personen? So kommt er mir auf jeden Fall vor. Ja, da hast du echt recht. Der ist absolut ziellos, der Werner. Der fliegt dann immer alleine aufs WC. Na hey, egal. Wir müssen eh gleich los. Ich werde mal schnell am Schalter die Tickets lösen. Lenny, du kannst ja mit Werner schon mal vor und da die Koffer aufs Laufband knallen. Na Lego, das kann icke. Hey, das mach ich. Werner, schnapp dir schon mal die 3 Koffer. Hier, Walter, die Schlüssel. Grün ist fürs Auto und blau ist für die Wohnung. Routenplaner habe ich auch schon programmiert. Muss halt nur auf Werner warten. Wozu Routenplaner, mein Junge? Sowas hatten wir damals an der Küste auch nicht. Und trotzdem sind die Schiffe heil angekommen. Bla, bla, bla. Boah, sind die Koffer schwer. War Werner, gut, dass du so ein Hühne bist. Trägst die Dinger alleine. So, und jetzt mit Schwung aufs Laufband. Scheiße, ist der Werner ins Laufband geraten. Oh Mann, ob der das überlebt? Lenny, komm endlich, wir müssen zum Check, Alter. Hey, sonst geht der Teil ohne uns los. Aber Werner... Lass den Werner Werner sein. Du immer mit dem Werner. Wir müssen los. Ach, dem wird schon nichts passiert sein. So eine Scheiße. Da erzähl ich Moat lieber gar nichts von. Wovon denn, Alter? Nix. Komm rein da. Eventuell gibt's in der First Class auch Freibier und Kabelfernsehen, ne? Da bin ich bei. Dann komm mit. Berlin.